1,5 Stunden dauert die Verwandlung von Staatsmann zu Staatsmann. Da tut er irgendwas im Gesicht wegen rumziehen und dann sieht man ganz anders aus. Zum Beispiel kann er ihn viel schlanker machen. Am Ende gibt Markus Söder den eisernen Kanzler Otto von Bismarck und wird in Pfalz-Höchheim gebührend von Waltraud und Mariechen empfangen. Wie der reinkommen ist, habe ich gedacht, das ist so mehr Mischung vom Johannes Hesters und dem Herrn Hoppenstedt. Ja. Aber toll, wie sie die ganzen Falten weggeschminkt haben. Ja, ne? Ja. Aber Ihnen fehlt was. Herr Bismarck, Ihnen fehlt was. Schau her. Du brauchst doch einen Hering. Schau mal her. Endlich da. Schau mal her. Hering. Jetzt lassen wir ihn in Ruhe. Der eiserne Kanzler. Ich habe auch den passenden Fisch für den Eiwanger. Der ist auch da? Ja, da ist er, der Hupsi. Schau her. Ja, hab ich auch. Was hast du mitgebracht? Was hast du mitgebracht? Ha? Na da, ein Bückling. Schau her. Auch Katharina Schulze machte lange ein Geheimnis um ihr Kostüm und verwandelte sich in Barbie. Hi Ken! Hi Barbie! Am Ende war sie eine von vielen. Endlich die hübscheste Barbie im ganzen Sommer. Kann man schon mal sagen, Frau Schulze. Ne? Ja. Es ist aber die Grünen halt, wie war schon, Atomstrom haben sie abgeschafft, aber aus Frankreich wird er eingekauft. Ja. Das ist genauso, wie wenn es zum Nachbarn aufs Klo geht, dass bei dir daheim nicht stinkt. Ja. In die Bütt schlüpft Peter Kuhn als Richter. In Sachen Kanzlerkandidatur geht Söder schon bald, bestimmt, in Revision. Aber läuft die Sache aus dem Ruder, hat Söder leider keinen Bruder, dem er die Sache dann am Ende noch in die Schuhe schieben könnte. Naja, als Politiker muss man einstecken können und nach vorne schauen. Also man hält das aus. Matthias Walz setzt noch eins drauf. Dann haben sich alle dermaßen gewundert, dass Markus Söder den Aiwanger damals nicht rausgeschmissen hat mit seinem Drecksflugblatt, gell? Aber bitte, das war doch offensichtlich, oder? Ohne dich will ich nicht mehr regieren. Ohne dich kann ich nur noch verlieren. Ohne dich gebe ich kein Interview. Das, was ich will, bist du. Weil neben dir sehe ich halt saugut aus. Neben dir kommt meine ganze Schönheit raus. Neben dir wird die Kasse wirklich gern. Neben dir glänzt jeder wie ein Stern. Fast präsidial klinge ich da. Es ist so wunderbar. Pfalz-Höchheim ist die bedeutendste Kulturveranstaltung der Welt. Hier zu sein ist eine Ehre. Alles, alles Gute. Am Ende ist ganz Europa auf der Bühne vertreten. Es war heute irgendwie außergewöhnlich. Jetzt auch noch mal zum Schluss so ein besonderes Feeling auch, dass man sich so direkt vor Europa ausgesprochen hat, noch mal eine Message mitgegeben hat für unsere Demokratie. Das war so wichtig und immer verbunden mit dem Humor, den wir alle nicht verlieren sollten. Also ich gehe heute mit einem guten Gefühl nach Hause. Von wegen Feierabend. Am Faschingsdienstag wird der ganze Spaß noch einmal wiederholt. Feierabend.